In unserem heutigen Video möchten wir euch eine kleine Zusammenfassung der TUI Mein Schiff 5 Kreuzfahrt Asien mit Singapur geben. Wir fliegen mit dem A380 von Singapore Airlines mit einem Direktflug von Frankfurt nach Singapur. Nach nur wenigen Stunden Schlaf begannen wir, Singapur auf eigene Faust zu erkunden. Das ist ganz einfach möglich, da Singapur ein hervorragendes MRT-Netz hat, sodass man diese eindrucksvolle Metropole gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erkunden kann. Unser Highlight am Abend dann die Spectra Light Show am Marina Bay und die Light Show an den Super Trees in Gardens by the Bay. Die Uhrzeiten für die Light Show findet ihr unter dem Video in der Videobeschreibung. Nach einem weiteren Tag Singapur hieß es nun Leine los und die eigentliche Kreuzfahrt konnte beginnen. Das erste Ziel der Reise wird Port Klang, Kuala Lumpur sein. Als wir dann in Kuala Lumpur angekommen sind, beziehungsweise besser gesagt im Hafen Port Klang, haben wir mit einem örtlichen Ausflugsanbieter Kuala Lumpur und die Batu Caves erkundet. Am nächsten Tag folgte Langkawi, wo wir bereits mit einer musikalischen Darbietung an der Pier empfangen wurden. Nach diesem tollen Empfangskomitee ging es mit unserem Ausflugsanbieter direkt weiter zur Seilbahn, um hoch zur Skybridge zu fahren. Ich kann die Seilbahnfahren jedem nur empfehlen, auch wenn es die steilste Seilbahn der Welt ist und es doch manchmal den einen oder anderen mulmigen Augenblick gibt. Es lohnt sich, denn man wird mit einem atemberaubenden Ausblick belohnt. Auch wenn wir nicht gerade optimales Wetter hatten, fand ich den Ausblick einfach grandios. Weiter ging es ins Masuri Village. Dort kann man sehen, wie die Einheimischen lebten und leben, und auch hier gab es wieder musikalische Darbietungen. Nach dem Masuri-Dorf ging es noch an den Chenang Beach, wo man eine gute Möglichkeit hat, jede Menge Duty-Free-Einkäufe zu tätigen. Es reiht sich ein Duty-Free-Shop an den nächsten, aber auch der Strand ist ganz nett, um noch ein paar Stunden zu verweilen. Penang haben wir auf eigene Faust erkundet. Das bietet sich an, da der Anleger direkt in Georgetown ist. Die unzähligen Tempel in Georgetown sind einfach wahnsinnig beeindruckend. Neben den unzähligen Tempeln gibt es in Georgetown auch jede Menge Street Art zu bewundern. Bevor es in Vietnam mit dem Sightseeing weiterging, folgten erstmal zwei Seetage. Ich möchte euch daher ein paar Impressionen vom Bordleben der Mein Schiff 5 zeigen. Es wird zu den einzelnen Destinationen und Häfen in den kommenden Wochen auch noch einzelne ausführlichere Videos geben. Dort geben wir euch dann auch gerne Tipps, zeigen uns unsere Ausflüge und was wir sonst noch so erlebt haben. Um unsere neuen Videos nicht zu verpassen, abonniert gerne kostenfrei unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke. Dann werdet ihr automatisch informiert, sobald es ein neues Video von uns gibt. Durch das All-Inclusive-Konzept bei TUI Mein Schiff habt ihr die Möglichkeit, euch an Seetagen so richtig kulinarisch verwöhnen zu lassen. Man kann quasi rund um die Uhr essen und trinken. Unsere persönliche Lieblingsbar an Bord der TUI Mein Schiff ist die Schaubar.
Angekommen in Phu-Mai, dem Hafen von Ho Chi Minh Stadt, machten wir einen Ausflug ins Mekong-Delta. Hierzu haben wir bereits das Video auf unserem YouTube-Kanal hochgeladen. Schaut doch gerne einmal rein und seht euch an, wie wir den Ausflug erlebt haben. Bringt unbedingt Zeit für das tolle Gustav-Eiffel-Postamt in Ho Chi Minh Stadt mit. Das ist wirklich beeindruckend. Weiter ging die Fahrt dann nach Koh Samui. Hier haben wir eine Jeep-Tour mit Ken Samui gemacht. Für uns war es der schönste und lustigste Ausflug auf der gesamten Reise. Es war so toll, dass wir bei einem weiteren Aufenthalt auf Koh Samui wieder Ausflüge mit Ken gemacht haben. Hier am Wasserfall, inmitten des Dschungels, ist es atemberaubend schön und außer ein lautes Zirpen der Grillen ist hier nichts zu hören. Außerdem besichtigten wir noch Tempelanlagen, fütterten Elefanten und genossen die Jeepfahrt quer durch den wunderschönen Dschungel Koh Samuis. Hier in der Auffangstation Elephant Home auf Koh Samui kann man dann bei diesem Ausflug auch noch die Elefanten füttern. Bei einem weiteren Koh Samui Besuch haben wir dann auch die gesamte Auffangstation einmal besucht und einen halben Tag mit den Elefanten verbracht. Dazu wird es demnächst auch ein Video geben. Die lustige Jeep-Tour mit den lustigen Fahrern brachte uns quer durch den Dschungel Koh Samuis hinauf an den höchsten Berg der Insel. Von dort habt ihr einen grandiosen Ausblick über die Insel und auch dort findet sich noch ein Tempel. Der letzte Hafen der Reise ist dann Lam Chabang. Von hier könnt ihr Bangkok oder Pattaya besichtigen. Nach einem Tag voller Sightseeing und dem Besuch des Chatuchak Weekend Markets machten wir noch eine Flussfahrt entlang des Chattopadhyayas. Am Abend hat es uns dann noch auf den Nachtmarkt verschlagen. Das darf man in Bangkok auf keinen Fall verpassen. Genauso wie eine Tuk-Tuk-Fahrt durch das quirlige und lebhafte Bangkok. Wir lieben Bangkok und wir haben Bangkok auch nach der Kreuzfahrt erneut besucht. In Kürze wird es auch hierzu noch jede Menge Content auf unserem Kanal geben.